Und damit hallo und herzlich willkommen zu Alan Wake und zu dem Stream halt. Guten Abend, Pumpman, guten Abend, Tamara. Ja, waren am Ende jetzt keine 5 Minuten, ging dann doch schneller. Ne, ich habe vorhin versucht, eine Star Ocean Folge aufzunehmen. Dachte mir, hey, nimmst halt noch schnell eine auf, so 25, 30 Minuten. Und nachdem das immer wieder mal so spackt, hat jemand geschrieben, hey, es gibt da ein Video, das was einem zeigt, wie man das vielleicht wegbekommt, dass die Frames nicht so droppen, wenn man die ganze Zeit und das immer wieder ruckelt. Und es gibt halt im Spiel gibt's Grafikeinstellungen, aber es gibt eine Grafikeinstellung, die gibt's nicht im Spiel, die musst du im Startbildschirm machen. Und wenn du die einstellst, macht er irgendwas und dann lädt der von 0% an. Und das war, wann habe ich das gestartet? Um kurz vor 6. Bin ich runter, hab was gemacht, hab dies und das, dachte mir, das ist auf jeden Fall fertig, bis ich wieder komme. Und wie ich dann komme, pünktlich 29, war ich hier, guckte, ey, war es halt bei 85%. Dachte mir, so ein Scheißdreck. Also gut, wir spielen Alan Wake nach Abstimmung und so weiter. Wir spielen es weiter. Für die auf YouTube, ich muss die erste Folge noch hochladen. Oder die ersten Folgen, schauen wir mal. Wir sind immer noch mit der Taschenlampe unterwegs. Alter! Alter, wie übel ist die Steuerung? Ich muss die Steuerung langsam erstellen. Habe ich das letzte Mal die ganze Zeit. Oh ja, das letzte Mal ging das Ding, glaube ich, gar nicht, ne? Steuerelemente. Vertikalempfindlichkeit. Mal runter damit. Wie komme ich hier wieder raus? Hallo? Alter, ist trotzdem noch voll schnell. Was geht denn ab? Ich bin mir nicht mehr sicher, wie ich das letzte Mal gespielt habe. Ach, da Control. Ah, Controller-Empfindlichkeit ist voll oben. Aber so. Okay. Ich weiß trotzdem nicht, wie ich rauskomme. Dann machen wir hier wieder hoch. So. Alles halt immer noch voll schnell. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Das hat jetzt gar nichts gebracht, oder? Laufen, fahren, Stick tauschen, Trigger. Nee. Nein. Alter, was stimmt mit denen nicht? Warum ist das so? Der Spaß mit den Einstellungen. Ja, vor allem, warum ist das so schnell? Ich meine, soll ich die Empfindlichkeit ganz rausmachen? Ist das mit dem Controller so übel? Wow. Der Controller geht zwar, aber ich kann nicht steuern. Da spielen wir es halt doch wieder mit Tastatur. Was für ein Schwachsinn. Das ist der Grusel der Einstellung, ja. Zur Polizei gehen sollen. Das war nicht gerade clever von mir, aber ich war immer noch wütend auf Barry, weil er es mir ausreden wollte. Diese Typen hatten mich angerufen, als ich auf der Wache war. Sie hatten keine Angst vor den Cops. Und sie hatten Alice. Warte mal, war ich hier nicht schon? Ich glaube, das haben die nicht gespeichert. Ja, stimmt, wir haben das letzte Mal mit Ding gespielt. Hey, Kumpel! Wo gehst du hin? Bleib da! Schwein. Erdbeben. Es kommt ja jetzt ein. Alan Wake ist ja mit im Universum mit Control. Das, was wir ja auch gespielt haben. Und es ist jetzt ein Control 2 angekündigt worden. Habe ich Bock drauf, ey. Ich bin gespannt, was sie sich da für neue Sachen ausdenken. Ich bin super stark.
Achso, ja, das war das mit Nightwatch. So, jetzt sind wir wieder da, wo wir das letzte Mal nicht weitergespielt haben. Wenn man nur die Cops rufen würde. Wahrscheinlich, ja. Oh, Manuskriptseite. F5. Rusty stirbt. Das Besucherzentrum war von Gestank durchzogen, als wäre eine verrottete Wasserleiche aus ihrem Grab gestiegen. Rusty hustete weiter Blut. Mein Blick fiel auf sein verdrehtes, gebrochenes Bein. Der Angriff war brutal gewesen. Max jaulte in seinem Käfig. Fieber und Entsetzen weiteten Rustys Augen. Er keuchte. Mr. Wake, es ist so passiert wie auf der Seite. Auf welcher Seite? Achso, ja, auf sein Manuskript. Blöde Frage. Oh, da ist auch eine Seite. Rose wusste, dass Rusty in sie verliebt war und er gefiel ihr auch. Sie mochte ihn sehr. Er hatte ihr das Tanzen beigebracht und das Leben hatte sie auf schmerzhafte Weise gelehrt, einen sanftmütigen Mann zu schätzen. Aber der liebe Rusty war nicht der Traumprinz und das unterstrich die unerträgliche Wahrheit nur noch, dass sie der Magie Hollywoods kein Stück näher war als er. Ja, das ist das Problem, wenn es... Ja, scheiße, ich hätte bloß F5 drücken müssen. Das ist das Problem, wenn es dann halt... zu hohe Erwartungen hast. Uha. Alter, was machst du, Wake? Achso, ja, stimmt. Er ist ja kein Leistungssportler, wir können ihn nicht ständig rennen lassen. Verdammte Lusche. Ich denke, meine spielen halt auch immer. Selbst wenn du jemanden spielst, der jetzt kein Sportler ist. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass... Du kannst mir nicht jetzt... Du kannst mir doch nicht erzählen, dass du nicht länger als 2 Minuten laufen kannst. Ach du Scheiße. Geht's dem Mammut gut? Ja. Mr. Wake? Oh Mist. Es geschah genauso, wie es auf der Seite stand. Gefunden. Wurde wahr. Es wusste. So dunkel. Es wird zurückkommen. Sie müssen. Die Lichter. Im Büro. Ich habe den Schlüssel. Okay, Rusty. Ganz ruhig. Ich bin gleich zurück. Was auch immer das getan hatte, konnte nicht weit sein. Rusty hatte eine Manuskriptseite gefunden. Sie könnte erklären, was passiert. Ach du... Boah, Ganz ruhig. Holla, die... Fehlt der Bär, der hier gestanden war? War es der Bär? Es war Winnie Pooh. Er wollte seinen Honig holen. Winnie mag seinen Honig. Scheiße. Ich konnte nur für Rustys Sicherheit garantieren, indem ich den Strom und die Lichter zum Laufen brachte. Oh, verdammt, jemand, der seine Tür noch wirklich aufschließt. Und ich einfach so klick, fertig. Oh, da ist eine Axt drin. Ich kam zu spät. Jemand hatte den Hauptschalter demoliert. Ich konnte die Lichter nicht mehr anschalten. Rusty! Rusty! Rusty geht's gut, ist nur eine Fleischwunde. Wir müssen erst lesen. Im letzten Moment änderte ich die Richtung und warf mich nach unten.
Die Axt zerfetzte einen Baumstumpf. Ich stolperte in den Ring aus hellem Licht. Meine Lungen brannten. Ich war zu erschöpft, um mich zu bewegen. Ich wartete angespannt auf den tödlichen Streich, doch er kam nicht. Ich hob meinen Kopf. Nichts bewegte sich dort in der Dunkelheit. Für den Moment war ich, gebadet im kalten Licht, in Sicherheit. Warte mal, geht's da rein? Oh nein, Rusty! Auf dem Boden waren Öllachen, die wie flüssige Dunkelheit aussahen. Was, der Hund? Irgendetwas hatte ein gigantisches Loch in die Mauer gerissen. Oh nein, der Hund? Ihr Schweine. Gibt's hier noch irgendwie eine Seite? Mir fehlt noch eine Seite. Alter, was war das jetzt? Oh, scheiß Dunkelheit. Die sifft hier alles voll. Bitte, nicht die Tiere, verdammt. Hä? Das Angeln ist nur Besuchern erlaubt, die eine Angellizenz für den Park erworben haben. Rusty? Rusty, nein! Gehen Sie lineares 100 Meter ab, Meerem und Wölfe herab! Halten Sie doch noch mit dir mindestens einen Abstand von 20 Metern ein! Alter, Rusty, zu auf wegzulaufen! Sie müssen an der Leine geführt werden! Lassen Sie Ihre Hunde nie runter! Verstößt gegen das Gesetz, Naturobjekte oder historische Artefakte aus dem Wald zu entfernen. Das gilt auch für Steine, die Sie am Fluss finden und. Unter einer dünnen Hautschicht. Ich glaube, Rusty hat ein Schussproblem, ey. Wenn man eine ganze Kiste Muni da hat. Und Kindern spielen eigentlich mal unschuldige Hühnchen. Oh, fuck! Ja, keine Ahnung. Wenn ich eins nicht ausstehen kann, dann ist es, wenn sie Hunde in Spielen killen. Irgendein Mensch geht drauf. Ja, ja, passiert. Ein Hund geht drauf. Oh nein, der arme Hund. Da liegt eine Seite. Die habe ich komplett übersehen. Und zurück. Wow, Alter, wie ich voll daneben vorbeigelaufen bin. Oder ist sie jetzt erst da? Das Besucherzentrum war robust, doch der Aufprall zertrümmerte die Vorderseite völlig. Rusty wurde durch die Lobby geworfen und prallte hart gegen die Wand. Es tat erst weh, als er versuchte, sein Bein zu bewegen, das in die falsche Richtung abgewinkelt war. Er spürte den Stich der gebrochenen Rippe und heulte auf. Er hatte Angst, allein zu sterben. Jetzt ist er nicht tot, jetzt ist er von Dunkelheit zerfressen. Ah, okay, da kommen wir einfach durch.
Fenster gesehen. Ich habe etwas gesehen. Vergiss es, Barry. Ich bin wohl verrückt geworden. Oh Mann. Oh Mann. Du bist nicht verrückt. Ich wünschte, du wärst es, aber du bist nicht verrückt. Sei vorsichtig. Bleib in der Hütte. Öffne niemandem die Tür. Ich meine das ernst. Wäre eine Idee. Da liegt noch eine Seite. Fehlende Seite? Nee. Doch jetzt halt. Rusty, letzte Gedanken. Im letzten Augenblick des Bewusstseins dachte Rusty an Rose. Er war älter als sie. Sie war fast noch ein Teenager. Doch dank ihr fühlte er sich wieder jung und vergaß das Desaster seiner längst toten Ehe. Er trug den Ring immer noch. Er hatte gewartet, dass sie ihn bat, ihn abzunehmen. Das würde sie nun nie tun. Guten Abend, Skies. Ist Rust jetzt eigentlich down oder kommt er noch? Lover's Peak lag am Ende des Naturlehrpfads. Hä, da war doch ein. Soll die Dose einen erschrecken? Immer diese Oh shit. Als ob ich nicht gesehen hätte. Tut mir leid, heute gibt's nichts kostenlos. Guten Abend, Nagini. Sitzt jemand am Klo? Nein. Soll ich jetzt da lang oder kam ich von da? Okay, da geht's nach Lover's Peak. Dann muss ich doch erst in die Höhle, um das Zeug zu holen. Selbst nach Jahren finde ich die Atmo von Alan Wake immer noch cool. Wie viel Muni habe ich eigentlich? Wo ist eigentlich meine verdammte Schrotflinte hin? Da ist er wieder. Mit 4 Schuss, na toll, danke. Ich hab vor, was habe ich letztes Mal gehabt? 30 oder so? Moonshine Cave. Schwarzbrennerhöhle. Diese Höhle war während der Prohibition 1919 bis 1933 Schauplatz regelmäßiger und lukrativer Alkoholschmuggelaktivitäten. Meist wurde hier Alkohol zwischengelagert, der aus Kanada eingeschmuggelt wurde. Es wurde aber auch Schwarzbrennerei in der Höhle betrieben. Naja, wer kann? Der Aufnahme kam kein Tier zu Schaden, der Hund schläft noch. Achso, du hast es oben gelesen, jetzt dachte ich, hell, wenn du erst gekommen bist. Der Hund schläft nur, zerfressen in der Dunkelheit. Ah.
Niemand in Bright Falls schien zu wissen, wo Al war. Aber Rose, die Kellnerin im Restaurant, hatte ihn gesehen. Nach Barrys Wissen war Al wie vom Erdboden verschluckt, nachdem er das Restaurant verlassen hatte. Rose war die Art Fan, die Al hasste, aber sie wollte wirklich helfen. Außerdem war sie schlau, wusste viel über das, was in der Stadt vorging, viel über Al, sogar wer Barry war. Barry gefiel sie. Bei Frauen hatten Barry und Al nur selten denselben Geschmack. Ah, fuck. Dann halt nochmal. Diese große, diese außergewöhnlich große Gebirgs-Douglasie, Pseudo-Zucker, MCC, was weiß ich was, war über 200 Jahre alt, als sie 1937 durch einen Blitzschlag gefällt wurde. Legenden der Einheimischen nach reichte sie bis zu den Sternen. Nachdem sie umgestürzt war, maß man ihre Länge auf 66 Meter, fast einen Weltrekord. So, jetzt hat man es gehört. Nein, es ist nicht. Ihr habt es zu spät geschrieben. Kommst du her? Da ist ein anderer Penner da. Ah, Mist. So. Ja, stimmt, die geben einen ja auch nichts. Ist immer die Frage. Alter, wie viele von euch Spackos laufen denn hier rum? Okay, da geht's bloß zum Wasser. Ah, da hinten ist noch eine Seite.
Wie sie das arme Ding einfach zerlegt haben. Hä, wie komme ich da runter? Hä? Oder ich komme dann außen rum. Ich finde unsere Kombination klasse, dass du mir sagst, wenn das nicht stimmt. Macht das nicht eigentlich jede? Rusty, letzte Gedanke. Ich ging um die Ecke und hatte Angst davor, was der Strahl der Taschenlampe enthüllen mochte. Plötzlich blühte das aufgemalte Symbol einer Fackel auf. Dahinter, von einem Felsen verborgen, stand ein ramponierter Metallkoffer. Er war voller Vorräte. Batterien, Leuchtfackeln, Munition. Dinge, die man zum Überleben in der Finsternis braucht. Jemand, der wusste, was ich wusste. Und mehr hatte das hier gelassen. Hä, wo denn? Kommt wahrscheinlich noch. Bär-Alarm. Muss ich schon wieder aus der ganzen Scheiß Löcher gekrochen kommen? Na warte. Boom. Hast du mich gerade durch einen scheiß Stein erwischt? So, jetzt hat guten Abend, Swanny. So nix. Kaffee-Souvenirshop, wisst ihr das Sender? Lovers Peak geht's da lang. Mir geht's um Souvenirshop. Ich will ein verdammtes Souvenir haben. Hey, geht's doch gar nicht zum Souvenirshop, was soll der Scheiß? Gott, da lang. Naja, gut. Dann kommen wir da gerade her. Nur, dass vor dem Ding nicht viel übrig ist mehr. Haben die da einen fetten Baumstamm ausgesägt? Gammelt der nicht irgendwann weg? Hey, warte. Lovers Peak ist... Ach Gott, da kann man einfach drüber steigen. Ja, das sind immer die super Zäune. Noch mehr? Nein. Der Baum, aus dem dieser Ring stammte, begann 1886 zu wachsen. Im Jahr, als der Oregon-Kompromiss unterzeichnet wurde. Weitere wichtige Ereignisse. Washington-Territorium wurde gebildet. Gründung der Bright Falls Mining Co. Bright Falls Mining Co. schließt ihre Tor nach einem Vulkanausbruch unter dem Cauldron Lake. Ausbruch des Mount St. Helens wird durch einen Sturm gefällt. Ah, okay, das ist der eine Ding gewesen dann. So, was erzählt die Seite? Agent Nightingale wollte nicht in Bright Falls sein. Diese kleinen Gemeinden stießen ihn ab. Er mochte auch die Bäume und den Kaffee nicht. Nun wusste er, dass hinter den Schaufenstern und dem Lächeln das Grauen lauerte. Er wollte nur den Wagen wenden und fahren, bis er einschlief, die Straße aufhörte oder er keinen Schnaps mehr hatte. Aber er hatte etwas zu erledigen.
Er musste einen Schriftsteller fangen. Um jeden Preis. Warte, was? Was hab ich jetzt angestellt? Okay, ich habe 19 Batterien, da kann ich ja genug benutzen. Spuck aus. Please keep the doors closed. Die gehen ja auch schon auf, wenn ich bloß dagegen laufe. Boah, Alter. Autsch. Los, wir müssen uns beeilen, es kommen noch mehr. Hui. Die Taschenlampe ist Kinderkram, Wake. Die Leuchtfackeln halten die Bastarde auf. Hey, meine Taschenlampe hat auch funktioniert. Sehen Sie sie auch? Natürlich sehe ich sie. Wir müssen hier weg. Warum? Weil es so in der Geschichte steht. Ja, aber... Los jetzt! Ich habe meine Waffe verloren. Oh, ich habe eine Waffe. Sehen Sie nur zu, dass Sie mit dem Licht draufhalten. Es dauerte einen Moment, aber dann erkannte ich ihn. Er war auf der Fähre gewesen, mit der ich und alles hergekommen waren. Er hatte sie angestarrt. Er wusste, wie ich hieß. Wir näherten uns Lover's Peak. Das konnte alles kein Zufall sein. Er war der Entführer. Na los, Wake, machen Sie schon! Du könntest auch mal... Uah. Sogar meine Batterien habe ich verloren. Was soll das jetzt sein? Boah. Halten Sie sie mit den Leuchtfackeln aus dem Notfallkasten in Schach, bis die Bretter ab sind. Ich brauche die Waffe. Ha. Keine Chance, Wake. Was soll das? Her mit der Waffe! Schnauze! Halten Sie sie mir vom Hals, verdammt! Nur noch einen Moment! Verjagen Sie sie! Alter! Oh, ich habe keine Leuchtfackel mehr. Fühlen Sie sich jetzt besser, Wake? Gemütlich und sicher? Machen Sie sich bereit. Sie sind gleich da. Oh, da steht eine Kanne. So sieht's aus, Wake. Das letzte Gefecht. Hier sind noch mehr Leuchtfackeln.
Machen Sie sich bereit, wir bekämpfen Sie, solange Sie kommen. Her mit der verdammten Waffe, Sie kommen! So läuft das hier nicht. Halten Sie sich ans Programm, Wayne. Wieder am Geilchen. Ja, dann schieß mal besser, mein Freund. Wo sind da überall die Säcke? Alter, kannst du mal was machen, du Spasti? Ja, dann mach mal was. Verdammte Lusche, Alter, mit der Waffe hätte ich dich schon alleine gekillt. Hab von drunter gesprungen. Ja, ja, schön. Okay, es reicht jetzt. Wo haben Sie meine Frau? Ich wusste, dass Sie das sagen würden. Ich habe alles schon gelesen. Sie sind ein toller Schreiber. Herzlichen Glückwunsch. Sie schaffen mal etwas Glorreiches und Schreckliches, sobald Sie von uns ein bisschen Formulierungshilfe haben. Wovon reden Sie eigentlich? Wo ist Alice? Ich will das ganze Manuskript. Oder sie wird es ganz bitter bereuen. Wenn Sie sie anfassen. Ah. Was war das jetzt? Also der hat so einen harten Schlag. Sie werden mir das Manuskript geben, oder es wird wieder leid tun. Nein, kommen Sie zurück. Ich bringe Sie um, wenn Sie alles was antun. Haben Sie gehört? Kommen Sie zurück! Der hat einen so harten Schlag, dass er gleich die Brüstung durchhaut und zusammen mit ihm runterfällt. Er glaubte, dass es magische Kräfte hätte, aber ich hatte kein Manuskript für ihn. Ich musste zu Barry zurück und mir die nächsten Schritte überlegen. Ah, das ist das, was er vorhin aufgeschrieben hatte. Ich hab meine Schrotflinte schon wieder nicht, verdammter Käse, ey. Hört auf, mich ständig meine Schrotflinte zu klauen. Was ist jetzt neu? Bei mehr als nur einem Anlass hatte Alice versucht, mir zu erklären, wie es war, Angst vor der Dunkelheit zu haben. Für sie war die Dunkelheit nicht bloß das Fehlen von Licht, sondern etwas Greifbareres. Sie war etwas, das man anfassen und fühlen konnte. Schlimmer noch, sie besaß einen Verstand. Böswillig und heimtückisch. Für sie veränderten sich die Dinge in der Dunkelheit. Sie wurden zu etwas anderem, etwas Fremdem. Und nichts war mehr sicher oder unschuldig. Ich hatte nie verstanden, was sie meinte. Bis jetzt. Das
Sonst bekomme ich Inspiration als Gejagter. So kann das laufen. Ist der da runter? Oh ne, der ist dann über. Na gut, ich könnte wahrscheinlich auch gleich da runter springen. Eine nackte Frau, was soll daran so schlimm sein? Selbst YouTube hat das nicht interessiert und außerdem siehst du nur ganz kurz was. Da ist was. Was ist das? Ist das eine Seite? Das ist eine Bärenfalle. Der kleine Pisser, ey. Ich meine, es geht ja meistens um die Darstellung. Als ob ich die blöden Fallen nicht sehen würde. Man sollte halt eher matte Fallen aufstellen, die wohl nicht glitzern. Wer hätte überhaupt so viele Fallen aufstellen können? Was hat denn der alles dabei gehabt? Das macht ja gar keinen Sinn. Okay, ich packe jetzt meine 500 Fallen aus. Aha. Sarah denkt an Wake. Die Klageandrohungen von Wakes Agent waren Sarah egal. Sie ließ Wake ohne Diskussion gehen, weil er etwas an sich hatte, das sie noch nicht einschätzen konnte. Etwas, das sie an ihren Vater erinnerte. Sie glaubte nicht, dass Wake seiner Frau etwas antat. Dann fiel ihr ein, wie er auf Hartman losgegangen war, wie sein Zorn ohne Vorwarnung hervorbrach. Toll, Wake. Sie hätte ich vom Stapel. Kein Erfolg, Schweinerei. Also ein Strike auf YouTube bekommen ist sau schwer. Das einzige, was passieren würde, wäre, dass die mein Video ab 18 deklarieren. Hä? Alter, wo kommst du her? Du musst schon richtig was verbocken auf YouTube, damit du überhaupt einen Strike bekommst. Beziehungsweise mehrfach versuchen, urhebergeschütztes Material hochzuladen, was du nicht darfst oder gesperrt ist. Dann kommen sie irgendwann und geben dir einen Strike oder so. Also es ist gar nicht so leicht, einen Strike zu bekommen, sagen wir mal so. Und im Normalfall wirst du ja auch bloß gewarnt. Und dann kannst du es ändern, oder? Eben. Ich kann es löschen oder rausschneiden. Die, wo es verpixelt haben, haben es wahrscheinlich bloß aus Vorsicht gemacht. Hä? Warum interessierst du dich nicht, wenn ich dich anleuchte? Warum laufen hier so viele Typen mit Trainingsanzügen rum? Ist hier die russische Mafia oder so?
ist schon wieder einer. Hier, ich habe Leuchtfackeln. Schnell. Haben die sich jetzt aufgelöst? Ah, da ist es. Die Nacht war eine Kette von Katastrophen gewesen. Ich war erschöpft und mein Körper fühlte sich an, als hätte man ihn durchgekaut. Die Taschenlampe wog schwer in meiner Hand. Und jede Bewegung des Abzugs schickte einen Schock durch meinen Arm. Endlich kam ich aus dem Wald und dachte, es würde besser. Da hörte ich die Kettensäge. Wir sind im Wald, da muss man die Kettensäge. Jagdgewehr. Hä? Oh, im Licht lösen sie sich automatisch auf. Cool. Cool ist mal Bitch, hä? Geht's da oben hin? Geht's da überhaupt irgendwo hin? Ist blöd, dass man alles absuchen muss. Aber war das jetzt auch die Seite, die ich vorhin gesehen habe? Gab es noch eine? Das war schon die Seite. Oh wow! Man stirbt einfach, wenn man runter springt. Schweinerei. Die Nacht war eine Kette von Katastrophen. Thermos können nehmen wir wieder mit. Ah, warte, da geht's hin. Ach, da darf ich jetzt runter. 2 Meter weiter. Nun vollgefressen mit Döner. Wie viel hast du für deinen Döner gezahlt? Ah, perfektes Ausweichen. Hey, ich hab doch gedrückt! Guten Abend, Klaus. €5? Da hast du aber noch die billigen erwischt, oder? Ich meine, die meisten sind ja jetzt schon bei 6€. Alter, was soll denn das? Ja, manchmal weicht er nicht aus, die Sau. Der nächste Auftrag kommt jetzt immer auf 5. Ja, bei uns ist er schon länger jetzt auf 5,50, glaube ich, oder so. Das Schlimmste, was ich bisher gehört habe, war ja Berlin. Mit 9€ oder so.
Da kommt wahrscheinlich auf jeden Fall noch hart der Standort dazu. Ich meine, ich kann verstehen, wenn da irgendwie je nachdem Standort, Preis, Fleisch, bla bla bla, ein Döner 9 Euro kostet. Aber wenn ein Döner für mich 9 Euro kostet, Alter, dann muss er mich satt machen und für mich mein Zimmer aufräumen. Warum hast du mich trotzdem erwischt? Ich bin gestern ausgewichen, du Hund. Ihr kleinen Wichser, na warte. Ja, da war doch noch einer da. Der geizt aber auch nicht mit Waffen. Das ist ein Horrorspiel, ja. Oder es geht Richtung Horror. Na, so schlimm wie andere Horrorspiele ist es nicht. Oh. Hier drauf. Boah, wie das rumschwingt. Das ist wieder der verdammte Gammelschleim. Aha. Das Holzlager sah schlimm aus. Das Containerbüro war über die Klippe geschoben worden. Deputy Thornton kam aufgeregt aus den Trümmern hervorgekrabbelt und atmete wegen der Anstrengung schwer. Niemand hier. Komisch. Findest du das nicht auch komisch? Mulligan schnaubte gelangweilt. Teufel, hier ist alles komisch, Thornton. Die Frage ist nur, auf welche Weise es das diesmal ist. Neben dem Mainstream-Horror finde ich Project Zero. Project Zero ist cool. Deswegen freue ich mich auf den vierten Teil, der jetzt dann im... Was März oder so kommt? Oder was Januar? Oh. Gib ihm den Kick. Hä, schwarzes Wasser war doch der andere Teil, oder? Da kommt doch jetzt nochmal einer. Ich habe doch jetzt was aufgenommen. Barry in Elderwood. Als Barry das Dunkel das Besucherzentrum angreifen sah, verschwanden seine Zweifel. Die Menschen, die Al erschossen haben sollte, waren keine verrückten Einheimischen gewesen. Die Welt war anders. Als hätte jemand umgeschaltet. Man glaubt, man sieht eine Sitcom, schaut aber eigentlich eine Horrorshow. Als die Vögel auf die Hütte losgingen, war Barry nicht überrascht, nur entsetzt. Maske der Mondfinsternis? Kann sein, dass es so heißt. Aber das mit dem Schwarzwasser war das letzte. Es kommt ja nochmal ein Remake. Weil das, glaube ich, was die Jungfrau des schwarzen Wassers oder sowas, das ist ja schon vor einem Jahr gekommen. Oder die Priesterin. Ne, die Priesterin des schwarzen Wassers war das. Kommt nur der Vorgängerteil.
Vor allem der Vorgängerteil, der kam ja, soweit ich weiß, nie bei uns raus. So Darkness Wears Her Face. Vorsicht vor Losnesten! Teil 2 am besten. Ja, ich fand auch 1 und 2 eigentlich am besten. Oh, wie hier eine Seite versteckt ist. Wegspürstung. Schatten bewegten sich und der Wind nahm zu, als ich durch den Wald rannte. Ich konnte fühlen, wie das Dunkel mich anstarrte. Dann wurde das Mondlicht von dunklen Schatten verdeckt, die über den Boden hetzten. Zu schnell, um natürlich zu sein. Finsternis sammelte sich zwischen den Bäumen und zerfloss. Besessenen erschienen. Kein natürlicher Pfad hatte sie geführt. Bisher haben wir alles gefunden. Kleinen Pisser, wie sie einen schon fallen stellen. Hier, Ladies, fallen für den Arsch, Alter. Aber auch relativ lange die Levels eigentlich, ne? Ihr könnt immer aufhören, das den ganzen Scheißwald abzuholzen, ihr Penner. Anstrengender Tag heute. Ja, dann spann dich aus, Klaus. Und schau entspannt, Horror. Ich habe keine Munition mehr. Oder leichter Horror eher. Ist da was dahinter? Nope. So scheint hier auch nichts zu sein. Telefon. Barry? Die Veranda ist voller Vögel. Es ist wie bei Hitchcock. Halt dich versteckt. Ich bin unterwegs. Öffne nicht die Tür. Bin ich denn verrückt? Versteck dich. Ich bin bald da. Lass auf jeden Fall das Licht an. Ich musste zwar noch Barry bei der Hütte erreichen, aber wenigstens war ich aus dem Wald.